Friede mit Amerika, Friede mit Phönizien. Amerika im Krieg mit unserem Kontrahenten Persien. Das ist der Stand der Dinge, liebe Freunde. Schönen Donnerstag wünsche ich euch. Willkommen zurück in Civilization 6 mit unserem Phöniziern, sage ich. Ja, die Phönizier machen wir noch platt irgendwann. Mit unserem Makedonian und Alexander. Und wir sind immer noch im Krieg mit Persien. Jedoch haben wir Frieden geschlossen mit Teddy Roosevelt und mit Dido. Und Teddy haben wir sogar in einen Krieg reindrängen können gegen Persien. Vorhin hat er auf der Seite Persiens gekämpft, jetzt kämpft er gegen Persien. Das Blatt hat sich noch einmal gewendet. Wir konnten die Stadt Halikarnassos halten, haben jedoch immens viele Einheiten verloren. So. Wir ziehen jetzt unsere Marine oben zusammen. Unsere Einheiten rüber. Wir haben leider auch hier Einheiten durch phönizische Schiffe verloren. Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Okay, der amerikanische Panzer geht schon gegen Tarsus vor. Sehr zu unserem Wohl. Der sollte ruhig runter bombardieren. Wir feuern hier auf die Geatrime von Persien. So oder so, das persische Reich ist dem Untergang geweiht. Und liebe Freunde, ich sehe gerade, ich nehme ja ein bisschen vor auf und das müsste jetzt die Weihnachtsfolge sein. Heute müsste der 24. Dezember sein, wenn ihr das seht. Und daher wünsche ich euch ganz, ganz frohe und friedliche Weihnachten im Gegensatz zu uns hier, ne? So, was können wir hier befördern? Science Fortbewegung. Auf das Chor feuern bringt uns gar nichts. Alles befördern jetzt. Hier bauen wir eine Basilico Paides, denn wir brauchen hier dringend Wohnraum. Handelszentrum reparieren. Nee, komm, Basilico Paides, wir brauchen Wohnraum. Warten. Stellung halten. Und nächste Runde. Was passiert da oben? Wird Tarsus jetzt fallen? Wir müssen dann die Einheit gleich wegziehen hier von der Stadt, wegen der Stadtverteidigung. Mich interessiert gerade mehr, was hier passiert jetzt. Bakhtiari hat sich gegen Persien gewandt. Und wird in 10 Runden entweder zu uns kommen oder zu Schweden. Ich vermute mal zu Schweden. Schweden hat hier sicher mehr Loyalitätsdruck als wir. Repetiergewehre sind lauter als Worte. Greg Roberts. Wir können jetzt Ranger ausbilden. Okay. Ziehen diese Einheit zurück. Na, geh rüber da.
Mit dieser eskortieren wir unsere Feldkanone. Ich wünschte mir, Amerika würde jetzt Tarsus so weit runterbomben und wir brauchen nur mehr reinlaufen. Das wäre so geil. Fortbewegung 2. Fortbewegung 2. 1, 2, 3. Hier runter. Hier können wir gerade nichts machen hier. Erst kurz noch da unten. Ebenso unser Admiral. Die ist komplett ausgeheilt. Wir haben hier volle Loyalität. Wir brauchen sie also nicht in der Stadt. Wir sehen mal zu, was wir hier erreichen. Ah, hier ist ein Fluss. Okay, das ist schlecht. Hier könnten wir rein. Produktion wählen. Wir brauchen jetzt wieder militärische Stärke. Wir haben genügend Annehmlichkeiten und Wohnraum. Was? Militärakademie? Plus einen Wohnraum brauchen wir hier nicht. Musketiere. Haben auch noch zwei, also Musketiere, nein, Kavallerie wollte ich schauen. Kürasserie, Kavallerie. Nahkampfstärke 62, 64, Fortbewegung 4, Fortbewegung 5, 20 Pferde, 20 Eisen. Alle eins vorrücken. Wir lassen die Amis jetzt hier quasi die Vorarbeit leisten. Im Idealfall. Eine weitere Feldkanone ist fertig. Kohlemine. Kennen wir denn schon Kohle? Ich schau mal kurz. Ein Ergebnis gefunden. Ach du Kacke. Okay, jetzt können wir uns dann schon mal abschminken, dass wir eine Kohlemine bauen. Wenn wir bei uns am Land keine Kohle haben. Tarsus hat uns gerade wen weggebombt, okay. Okay, wie gehen wir hier vor? Nationalismus erzeugt Nationen und nicht andersherum. Die Karte brauchen wir. Militär. Das war nah, fern, Politik bestätigen, ja. So. Feuer. Wir können jetzt Chors bilden. Das ist schon mal ziemlich cool, aber zuerst feuerst du bitte den hier mal weg. Du bildest dann ein Chor mit ihm. Hey, ich sagte Feuer. Musketier 1 zurück. Verschanzen.
Küstenraubzug. Plus 50 Gold. Geht das hier auch? Ja. Heil. Ein Zeitalterpunkt für die Gründung des Chors. Wohnraumprobleme in Dion wissen wir. Chaltitiki benötigt mehr Wohnraum, wissen wir. Wir arbeiten dran, Leute. Wir arbeiten dran. So. Bauwesen. Gouverneurtitel verfügbar. Gouverneurtitel verfügbar. Plus zwei Wohnraum. Das passt. Ich will sehen, was hier passiert um Tarsus. Die Schlacht um Tarsus. Ich hoffe so sehr, dass die Amis die jetzt runterbomben. Ja, tun sie. Und wir müssen dann nur schnell genug sein. Oh, die ballern die Amis weg. Die ballern da gerade die Amis weg. Perasien Quadrime. Angriff auf Persien. So, und jetzt, bevor ich es vergesse, wir haben nur 29 Runden Zeit, um in kein dunkles Zeitalter zu gelangen. So. Wir gehen hier in Land. Hier haben wir jetzt das Bombardenchor. Wir bilden hier ein Feldkanonenchor. Ziehen hier rüber. Hier in die Stadt rein. Ich möchte das Lager jetzt runterbomben. So, warten. Nächste Runde. Ich vermute mal, dass die Panzerarmee wird jetzt hier gleich Geschichte sein. Ja, er verzieht sich auch. Mhm. Das war jetzt leider eines unserer Schiffe. Das von Susa aus. Irgendwann ist alles erkundet und ich kann nicht zulassen, dass jemand meinen eigenen Entdeckern zuvorkommt. Wiedersehen, Montezuma. Mapuche haben den Azteken den Krieg erklärt. Okay. Ziehen hier weiter rauf mit unseren Einheiten. Diese ziehen wir jetzt mal von der Stadt weg. Hier rüber. Ebenso den Admiral. Ihr. Rauf an unsere Küste.
Verschanzen. Verschanzen. Ich da jetzt reinfahre. Bombardier mich die, oder? Wir probieren's. Oh, hier ist noch ein Army-Panzer. Sehr gut. Wir bomben das Lager runter jetzt. Ich hoffe, zusammen mit den Amis. Ey, mach dich nicht aus dem Staub. Aha. Shit. Ohohohoho. Ach du Schande. Militärische Hilfsanforderung. Kyros ist das Ziel eines aggressiven Feindes. Wir sollten ihre Verteidigung finanzieren. Nope. Sicher nicht. Angenommen, bitte, was soll der Scheiß? Weg. Bitte, was soll das? Sofort zurück. Wir haben hier keine Chance weiterzukommen. Wir kommen hier nicht voran. Hier könnten wir dann eine Flotte bilden. Ihr könnt jetzt einen weiteren Handelsweg. Okay. Kyros in seiner Not beizustehen, wurde ein punktorientierter Hilfs. Das. Was bekommen wir? Sondok wurde Ziel eines Notfalls. Hattusha hat Sondok den Krieg erklärt. Montezuma hat Sondok den Krieg erklärt. Lautaro hat Sondok den Krieg. Jetzt kenne ich mich dann bald gar nicht mehr aus. Lautaro? Du bist jetzt im. Ah, du hast wieder Frieden mit ihm geschlossen, okay. Montezuma hat das Ruhrgebiet abgeschlossen. Ah, Freunde, 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 was machen wir? Wir brauchen hier Wohnraum. Dringend. Waffenkammer und dann benötigt Waffenkammer, ja. Hier brauchen wir auch Wohnraum. Annehmlichkeiten haben wir 0. Lager. Nur wohin? Da oben brauchen wir es nicht. Hier. Ja. Sollen wir Persien Frieden anbieten? Freunde. Wir kommen nicht gegen Persien an. Ja. Kommt eine Feldkanonenarmee auf uns zugerollt.
다른 이들이 하늘을 향해 나아갈 때 당신은 땅을 파고 있습니다. Andere greifen nach den Sternen und ihr klammert euch an den Dreck. Und drum, liebes Sondok, oder wie man dich ausspricht, erklärte jeder Mann den Krieg. Wir sind militärisch, also einheitentechnisch, schwer angeschlagen. Wir führen nirgendwo. Ich werde Persien Frieden anbieten. Magst du uns vielleicht noch was geben? Ein bisschen Gold? Frieden mit Persien. Strategisch gesehen hätten wir den Krieg hier jetzt nicht gewinnen können. Wir hängen hier fest. Unsere Einheiten sind stark dezimiert worden. Persien ist von der Technologie her uns ebenbürtig, was die Einheiten angeht. Wir hätten das hier jetzt nicht geschafft. Wir hätten das nicht geschafft. Wir müssen uns jetzt wieder komplett aufbauen. Wir müssen uns jetzt wieder komplett militärisch aufbauen. Wir müssen unsere Wirtschaft wieder ankurbeln. Wow. Genug Wohnraum, genug Annehmlichkeiten. Baust eine Goldkammer. Stationieren. Wir stationieren erstmal unsere Truppen wieder und heilen diese aus. Freibeuter. Bleibt hier. Admiral, bleibt hier. Du ziehst hier hin. Du heilst. Du bleibst hier. Verschanzt dich. Ausruhen. Ausruhen. Ihm jetzt Frieden anzubieten, war für mich jetzt die einzige richtige Entscheidung, was wir haben machen können. Militärisch wären wir hier jetzt nicht weitergekommen. Eure Untertanen sind faul und unwürdig. Wenn ihr nichts produzieren könnt, wird man eure Zivilisation schon bald vergessen. Die geben mir langsam auf den Sack, diese Koreanerin. Verbesserung macht Straßen gerade. Aber es sind die gewundenen, unverbesserten Straßen, die Ausdruck des Genies sind. William Blake. Erkundung automatisch, los.
Ja. Er hat schon Infanterie, Jerevan. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte ich noch weiter Krieg führen sollen? Was meint ihr, Freunde? Bin jetzt gerade ein bisschen nachdenklich. Ihr seid der Abschaum der Meere. An allem, was sie berührt, haftet euer Gestank. Korea denunziert uns. Interessant. Korea ist hier unten. Sollen wir uns Korea holen? Oh Mann. Lautaro hat Big Ben abgeschlossen. Nächste Runde. Wir bauen uns jetzt militärisch mal wieder auf, ja? Okay. Ich bete, dass ihr für Moloch ins Feuer geworfen werdet. Ich bete, dass ihr Mut geopfert werdet. Ich bete, dass Yam sich erhebt und euch verschlingt. Dido denunziert uns. Wir müssen uns jetzt relativ schnell militärisch aufbauen. Ich glaube, es wird bald Probleme geben mit den Phöniziern. Alter, die bauen schon Forschungslabore, die Mapuche. Wie crazy sind die? Bleibst hier. Hanna, ja, dann können wir die Mauer im Endeffekt jetzt mal gegen... Oh Mann, das dauert hier alles so ewig lange. Können wir hier was kaufen? An Gebäuden meinte ich. Nee. Das ist schlecht. Ich will hier ein Lager. Ja. Das baust du jetzt. 144 Runden. Ich glaube, ich spinne. So. Wir haben hier ein Chor wieder gegründet. Ich glaube, es wird bald zum Krieg kommen mit Phönizien. Oh. Christina ist uns nicht mehr unfreundlich gegenüber gestimmt. Okay, Amerika hat Frieden geschlossen mit Persien. Und hier, wie erwartet, wurde Bakhtiari schwedisch.
So, ihr zieht runter hier. Ihr zieht hier runter. Ebenso die Bombarden. Hierhin. Wir ziehen unser Militär nach unten, denn ich glaube, Phönizien wird uns wahrscheinlich in 10 Runden den Krieg erklären. Also, bevor man einen Krieg erklärt, muss man immer 10 Runden vorher denunziert. Seine gegnerische Partei denunzieren. Aber, liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt ein ganz, ganz schönes, besinnliches Weihnachtsfest heute mit eurer Familie. Und ein braves Christkind, einen braven Weihnachtsmann, je nachdem, wer zu euch kommt. Schöne Weihnachten, danke fürs Zusehen und bis nächsten Dienstag. Ciao, Baba, euer Marito.